Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute mal wieder rein in eine FIFA 22 Sprint to Glory. Zwei haben wir davon ja schon hochgeladen, das allerdings eher mit guten Clubs. Und ich würde sagen, so langsam starten wir rein, das Ganze mal wieder ein wenig schwieriger zu halten. Nicht in der ersten Liga, sondern ihr seht es schon, heute starten wir rein in der zweiten Fußball-Bundesliga. Demnächst, ich denke mal so Anfang Dezember, wird auch das alljährliche Video wieder mit dem schlechtesten Verein in FIFA 22 kommen. Das haben wir ja damals, ich glaube, zu FIFA 16 gestartet und seitdem jedes Jahr durchgezogen. Das möchte ich auf jeden Fall in diesem FIFA auch wieder machen. Darauf könnt ihr euch definitiv freuen. Ich habe auch schon die ein oder andere Nachfrage dort auf Instagram erhalten bezüglich dieses Videos und das wird auf jeden Fall Ende November, Anfang Dezember in Angriff genommen. Und ja, heute starten wir rein. Nicht mit dem Hamburger Sportverein, sondern die heutige Sprint to Glory in der zweiten Fußball-Bundesliga startet mit Schalke 04. Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner OneFootball, deiner App für Fußball-News, Tabellen, Livestreams sowie Live-Stats und Spieltagsergebnissen. Ein Muss für jeden Fußballfan. Checkt gerne den Link in der Beschreibung ab, ladet euch OneFootball kostenlos herunter und überzeugt euch selbst vom umfangreichen Angebot. Werfen wir zu Beginn einen Blick auf unsere Mannschaft und die sieht für die zweite Bundesliga natürlich bei einem Absteiger nicht schlecht aus. Wir haben schon auf jeder Position, außer jetzt auf der Rechtsverteidigerposition, da muss ich gleich mal reinschauen, einen 70er Spieler. Ansonsten haben wir mit Terodde aktuell den besten Spieler im Kader, wahrscheinlich wohl auch einen der besten Spieler in der zweiten Fußball-Bundesliga mit einem 75er Rating und ich würde einfach mal sagen, da wir schon ein grundsolides Team eigentlich jetzt erstmal für die erste Saison haben werden in der zweiten Fußball-Bundesliga, liegt unser Fokus definitiv darauf, eher Talente für die zweite Reihe zu verpflichten, die dann zum Ende der Saison womöglich auf einer Stufe mit unseren Stammspielern sind, sodass die in der ersten Bundesliga dann eher in die Startelf reinrutschen können. Außerdem haben wir hier ein echtes Megatalent in der Jugendschule. Robert Koch wird direkt hochgezogen, ist 17 Jahre alt. 17 Jahre. Ja, ihr hört richtig. 17 Jahre, hat eine 77 ZM/ZDM und ist damit der beste Spieler einfach schon in unserem Kader. Und das Ganze gerade mal mit 17 Jahren, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Außerdem können wir jetzt schon mal hier vor der Saison festhalten, dass wir erstmal unglaublich viele Spieler geliehen haben. Aber es sind auch unfassbar viele Spieler ausgeliehen. Das bedeutet, der Kader wird sich zur nächsten Saison fast nochmal auf jeder Position grundlegend ändern. Wir bleiben erstmal bei allen Laien. Ich möchte jetzt vor der ersten Saison nicht die reellen Laien abbrechen oder ähnliches und aus dem Grund bleiben wir erstmal bei diesem Kader. Natürlich werden uns dann nach einer Saison ordentlich Spieler verlassen, aber damit müssen wir zurechtkommen. Die erste Verstärkung, die ich mir für unseren Kader dann vorstelle, ist ein neuer, junger Keeper. Da habe ich mir jetzt Maarten van de Voort ausgesucht und wir werden direkt mal hier in die Verhandlung reingehen, ob wir ihn eventuell zu uns holen können. 7 Millionen wäre mir definitiv zu viel. Ich will am Ende am liebsten unter 5 Millionen bleiben. Das ist das große Ziel bei diesem Deal. Ja gut, habe ich gesagt, ich möchte gerne unter 5 Millionen bleiben. Das hat dann wohl easy geklappt. Wir sind am Ende auf eine Einigung gekommen bei gerade mal 3,5 Millionen Euro. Und das ist wirklich deutlich weniger, als ich erwartet habe. Wir sind dann jetzt für die allererste Sommertransferphase mit unseren Transfers tatsächlich durch. Es hat sich ordentlich was getan. Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich so viele Spieler verpflichten können. Wir haben natürlich auch ein paar Spieler abgegeben, damit wir den Kader ein wenig mehr umbauen konnten Richtung Jugend, sodass wir bei einem Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga dort direkt auch eventuell ums Tabellenmittelfeld spielen können. Weiter oben würde ich jetzt allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht tendieren, aber auf jeden Fall möchte ich nicht direkt wieder aus der ersten Fußball-Bundesliga absteigen. Wir schauen jetzt direkt mal auf unsere Transfers und fangen dann direkt an mit dem ersten Transfer, den ihr nicht mitbekommen habt. Und zwar wechselt Drexler direkt wieder weg von uns und zwar Richtung England. Das Ganze für 1,75 Millionen. Dafür holen wir uns einen neuen Stürmer. 3 Millionen kostet uns Sesko von RB Salzburg. Der nächste Spieler kommt dann erneut aus Belgien, wie schon unser neuer Keeper. 2,85 Millionen für Sique, wenn er so ausgesprochen wird. Ist Belgier. Ich weiß nicht, ob er jetzt gerade französisch ausgesprochen wird oder nicht. Ich nenne ihn jetzt einfach mal für unsere Karriere jetzt hier Sique. Dann haben wir einen Abgang im zentralen Mittelfeld. Latzer wechselt für 2,75 Millionen und dazu in der Abwehr Salif Sané wechselt für 6,8 Millionen. Da
dafür holen wir uns erstmal den Drexler-Ersatz für 5,4 Millionen. Kommt Karabek aus Tschechien zu uns. Neuer Zehner, gerade mal 18 Jahre alt. Dann haben wir den Latza-Ersatz hier mit Pablo Gavi vom FC Barcelona. Kostet uns 3,25 Millionen. Und dann hier jetzt noch der Ersatz für unseren Innenverteidiger, für Salif Sané. Hier kommt Amel Bella-Kotschap aus der ersten Bundesliga. Der weiß, wie man aufsteigen kann. Und das soll er jetzt ebenfalls hier mit Schalke beweisen. Und dann haben wir noch den Abgang von Langer. Wir haben ja schon direkt zu Beginn einen neuen Torwart mit Van de Voort gekauft. Langer konnte uns deswegen verlassen. Und dann das übrige Geld nochmal in einen Megatransfer für die Flügelbahn. Und zwar haben wir Harvey Elliott für unseren rechten Flügel gekauft. Hat jetzt sogar hier direkt mal das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Also das wird auf jeden Fall ein richtig großer Spieler bei uns. Wir bezahlen 10 Millionen für ihn und er wird wahrscheinlich langfristig bei uns im Verein bleiben. Somit ergibt sich diese Startaufstellung sowie diese Bank. Ihr seht es gerade im Hintergrund und ich würde sagen, das ist wirklich eine solide Mannschaft, mit der man hier auf jeden Fall in die Zweitligasaison reinstarten kann und damit sehen wir uns direkt in der Winterpause wieder. Wir sind jetzt gleich am 1. Januar angekommen und die Saison kann man schon mit einem heftigen Auf und Ab beschreiben und ich bin ein bisschen enttäuscht, denn wir waren am Anfang wirklich so gut unterwegs. Wir waren Erster mit schon nach 8 Spieltagen oder so 4-5 Punkte Vorsprung, hatten einen 93er Trainer-Rating und jetzt Winterpause sind wir auf Tabellenplatz 5, 66er Trainerrating, müssen hier mal wieder zittern, dass wir nicht rausfliegen, haben echt viele Niederlagen hinnehmen müssen. 6 Niederlagen schon an der Zahl, Werder Bremen jetzt schon 12 Punkte vor uns und ja, das tut einfach weh, wenn man selber weiß, wir waren mal deutlich vor Werder Bremen und sind jetzt so weit hinten abgeschlagen. Ihr seht hier mal die Ergebnisse, das ist wirklich traurig, was wir jetzt hier am Ende gespielt haben. Wir waren wirklich in einem richtigen Formtief drin, wenn wir nicht da immer noch drin sind. Davor, ihr seht es hier, lief es über. Wir haben alles gewonnen und dann, ja, spielen wir auf einmal richtig grottigen Fußball. Wir konnten jetzt zwar mal endlich wieder 2 Spiele hintereinander gewinnen, trotzdem geht unser Trainer-Rating leider weiter nach unten, mittlerweile nur noch 56. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. 2 Transfers gab es jetzt in der Winterpause, ein Abgang für eine Ablösesumme von 5,6 Millionen, so rum ist richtig. Dafür holen wir uns noch auf der linken Flügelbahn einen neuen Spieler und zwar Morgan Rogers. Er wechselt für 3,25 Millionen zu uns. Wir sind dann jetzt am Ende der Saison angekommen, beziehungsweise 2 Spieltage haben wir noch vor uns und wir sind jetzt nach dem 32. Spieltag überraschenderweise gefeuert worden und warum sage ich überraschenderweise? Wir schauen mal eben auf die Tabelle und ja, wir sind tatsächlich Erster, haben 4 Punkte Vorsprung vor dem Zweiten, 8 Punkte Vorsprung vor dem Dritten und tatsächlich 14 Punkte Vorsprung vor dem Vierten und wir werden einfach gefeuert. Also ich glaube es tatsächlich selber kaum. Wir haben 61 Tore geschossen, die beste Offensive, haben Bremen gerade geschlagen am 32. Spieltag oder am 31. Spieltag. Sehr, sehr fragwürdig, dass wir hier gefeuert worden sind. Ich werde jetzt versuchen, dass wir vielleicht eine Saison hier mit Aue machen und dann versuchen, wieder zu Schalke als Trainer zurückzukommen. Jetzt können wir es auf jeden Fall nicht. Wir haben keine Trainerstellen verfügbar, sind jetzt ja auch gerade erst rausgeflogen, aber ich gebe einfach mal mein Bestes, dass wir jetzt direkt wieder zurück zu Schalke kommen können, denn eigentlich haben wir alles richtig gemacht, haben jetzt einen mega starken Kader aufgebaut für die folgende Saison und werden einfach als Tabellenerster gefeuert. Das ist, um ehrlich zu sein, relativ sinnlos. So, es ist wohl tatsächlich endlich soweit. Wir werden jetzt zu unserem Club zurückkehren, zu Schalke 04. Aktuell leider 16. Die kämpfen hier so ein bisschen um den Abstieg. Ich sehe auch schon, unsere Megatalente sind so gut wie alle weg. Wir haben zwar noch ein paar am Start, aber zum Beispiel unser ZM, der aus der Jugendschule kam, ist weg. Elliot ist noch da, das freut mich wenigstens, da der auch ein hohes Potenzial hat. Unser Keeper ist scheinbar wieder weg. Also viele Spieler haben uns wohl scheinbar wieder verlassen. Wir starten jetzt trotzdem wieder rein hier bei Schalke 04 und ich hoffe, dass wir noch irgendwie mit Schalke am Ende zum Erfolg kommen können, auch wenn wir jetzt circa 2,5 Jahre später erst wieder der Trainer von Schalke sein werden. Ich hoffe es zumindest, dass sie es annehmen. Im Normalfall müsste das aber alles klappen. Und dann sind wir jetzt erneut Trainer bei Schalke 04. Wir sind jetzt zurück bei Schalke 04 angekommen. Ich habe mir den Kader jetzt schon angeschaut. Ich weiß nicht, warum es hier teilweise so komisch aussieht und wir die Ratings nicht sehen. Ich weiß, dass die Spieler unterwegs sind, aktuell mit ihren Nationalmannschaften. Aber trotzdem hätte man hier gerne wenigstens die Ratings anzeigen können. Ich gehe jetzt einmal über die Spieler für euch rüber. Unser Stürmer hat eine 81, Elliot mittlerweile auf der 87, unser Rechtsverteidiger auf der 82, dann unser einer Innenverteidiger auf der 81 und unser Keeper auf der 80. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben insgesamt in dem Kader 1, 2,
mit Harit, der auch eher Zehner ist für mich, haben wir 3 Zehner in der Startelf aktuell dazu, 2 auf der Auswechselbank, das heißt 5 Zehner und insgesamt kommen wir somit auf 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zehner in unserem Kader, was definitiv zu viel ist. Ich werde da jetzt ordentlich Zehner verkaufen. Egal für wen wir Geld kriegen, den würden wir jetzt aktuell abgeben. Und dafür brauchen wir dringend neue ZMs, zentrale Mittelfeldspieler, denn zum aktuellen Zeitpunkt haben wir nicht einen einzigen absoluten ZM. Wir sind dann jetzt in der Winterpause angekommen, am 1. Januar. Und überraschenderweise kann ich nur sagen, wir haben seit der Übernahme nur ein einziges Ligaspiel verloren. Und das hier gegen Hertha, ansonsten in der Liga kein einziges Spiel verloren. Hier sind wir im Pokal leider ausgeschieden, aber nach dem Augsburg-Spiel haben wir hier übernommen. Da lief es wirklich nicht gut für Schalke, danach konnten wir sie recht erfolgreich machen und sind jetzt zur Winterpause auf Tabellenplatz 7 und ich muss ganz ehrlich sagen, damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Da das Ganze jetzt allerdings doch sehr, sehr viel hin und her war, bis wir jetzt wieder hier bei Schalke endlich an der Seitenlinie stehen dürfen, werde ich jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen, was unsere neuen ZMs werden. Wir werden wahrscheinlich so an die, wenn man das Gehaltsbudget noch mal ein bisschen rüberschieben wird, so an die 50 Millionen mit den Abgängen nachher haben. Weil wir werden ja auch noch ordentlich Spieler wahrscheinlich abgeben. Also ich denke mal, da werden auch noch so 10 Millionen locker zustande kommen. Und dann könnten wir eventuell mit neuen ZMs sogar mit Schalke schon ganz, ganz oben mitspielen in dieser Saison. Also Top 5 könnte eventuell drin sein. Elliot muss uns ein bisschen carryen. Aber was mich auch noch interessieren würde, ist, wo unser ZM gelandet ist, der wirklich so ein Megatalent war. Denn leider haben sie ihn ja verkauft und ich weiß leider jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr seinen Namen. Das werde ich mir auch nochmal kurz anschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und dann präsentiere ich euch die neuen ZMs. Es geht jetzt wieder weiter und zwar direkt mit einem Neuzugang und zwar verpflichten wir von RB Leipzig Moriba. Er verstärkt uns im zentralen Mittelfeld. Da hatten wir ja eine große Baustelle. Wir hatten nicht wirklich einen einzigen richtigen ZM. Das haben wir jetzt hinbekommen. Auf der 10er Position waren wir immer richtig gut aufgestellt. Nur im zentralen Bereich hat es uns leider gefehlt. Er wird jetzt direkt in die Startelf natürlich kommen, hat eine 81 und natürlich auch noch ordentlich Potenzial nach oben. Aber was mich natürlich immer noch weiterhin ein wenig aufregt, ich habe es euch ja gesagt, ich werde mal nachschauen, auf was für einem Rating jetzt unser ZM ist. Und ja, der ist tatsächlich schon mit 20 auf einer 89 und spielt aktuell bei Inter Mailand. So sieht dann der Kader aus, mit dem wir jetzt in die Rückrunde reinstarten werden. Eigentlich recht solide, für die hohen internationalen Plätze reicht es natürlich noch nicht. Da müssen wir noch ordentlich neue Spieler dazu holen. Vor allem auf der linken Seite sieht es noch nicht ganz so gut aus. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein in die Rückrunde und dann sehen wir uns zum Saisonende wieder. Jetzt haben wir dann das Saisonende erreicht und ich muss sagen, seit der Übernahme bin ich all in all eigentlich relativ zufrieden mit den Ergebnissen. Man muss echt sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir mit dem Kader schon so gute Ergebnisse hier einfahren können. Also vielleicht schaffen wir es oder haben wir es gerade tatsächlich geschafft, in der Top 5 am Ende zu landen. Wir schauen auf die Tabelle und wir sind tatsächlich genau auf der 5. 58 Punkte. Das ist wirklich eine solide Ausbeute für den Verein oder für die Spieler, die wir jetzt aktuell am Start haben. Besser als ich erwartet habe. 5 Punkte hinter Bayern, 5 Punkte hinter Leverkusen. Mit etwas Glück wären wir sogar noch ein Ticken weiter vorne gewesen. Aber insgesamt bin ich mega zufrieden. Wir schauen noch mal kurz auf den Kader, ob wir hier irgendwelche Entwicklungen haben. Moriba bleibt leider auf der 81, Elliot mittlerweile auf der 88, unser Stürmer auch auf der 82 und ansonsten Sike, unser Rechtsverteidiger, auf 83. Aber wir müssen auf jeden Fall jetzt zur neuen Saison auch auf der einen oder anderen Position noch mal eine Verstärkung holen. Wir brauchen weiterhin immer noch ein ZM, denn auch Harit ist kein richtiger ZM. Die Transferphase ist dann jetzt um. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte ganz gerne noch einen weiteren Spieler verpflichtet und zwar dieses 17-jährige Innenverteidiger-Talent. Leider konnten wir es nicht zu Ende scouten. Deswegen habe ich 15 Millionen geboten, weil ich auch Angst hatte, deutlich zu viel zu bieten. Allerdings haben sie 15 Millionen einfach mal direkt abgelehnt. Und da sehen wir, was für ein Megatalent wir vor uns haben, wenn sie 15 Millionen bei einem 17-Jährigen direkt ablehnen. Aber bis zum Winter, hoffe ich, unterschreibt er dann letztendlich bei uns. 30 Millionen haben wir noch zur Verfügung für Transfers. Aber jetzt erstmal zu unseren Transfers. Zuallererst haben wir Rovella gekauft, ein
italienischer ZM, der uns nochmal in der Zentrale verstärken soll. Dafür ein Abgang, das ist Jeremy Duziak. Dann haben wir einen weiteren Zehner abgegeben. Wir haben insgesamt ja immer noch zu viel Zehner, deswegen ist das in Ordnung. Für 26,3 Millionen wechselt Miranchuk zu Eintracht Frankfurt. Und dann wechselt noch unser Keeper, und zwar Kola wechselt für 18,4 Millionen zu den Wolves. Und dafür holen wir uns dann einen neuen Keeper. Von Inter Mailand wechselt Luis Maximiliano zu uns. Das Ganze für 52,5 Millionen. Dann würde ich auch sagen, können wir jetzt direkt reinstarten in die neue Saison. Ich hoffe wieder auf eine recht gute Saison. Dieses Mal könnte man vielleicht als Ziel Top 3 ausrufen. Also ich wäre zufrieden, wenn wir am Ende irgendwie in der Champions League landen. Das wäre wirklich mein Wunsch. Aber ich denke, dass es in diesem Jahr noch nicht möglich sein wird. Wir sind dann jetzt in der Winterpause angekommen, haben jetzt im Laufe der Hinrunde einen Spieler verkauft, und zwar ist das Kolasinac. Und dazu muss man sagen, der wurde nur verkauft, damit wir uns dieses Megatalent in der Innenverteidigung holen können. Ich weiß leider immer noch nicht, ob es klappt. Ich denke eher nicht. Vielleicht müssten wir noch einen weiteren Spieler abgeben. So sieht aktuell unser Kader aus. Also der ist ganz zufriedenstellend. Unser Keeper mittlerweile auf der 86. Elliot vorne drin sogar auf der 90. Also richtig stark unterwegs. Und dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal auf die Wettbewerbe. In der Bundesliga sind wir aktuell Fünfter. Also aktuell läuft es wie in der Vorsaison. Ich würde gerne in der Rückrunde noch ein bisschen Plätze gut machen. Im DFB-Pokal sind wir aktuell noch drin, müssen ran gegen Bayern 04 Leverkusen. Und in der UEFA Europa League sind wir auch in der K.O.-Phase. Ne, scheinbar nicht. Doch, eigentlich schon. Ach so, wir müssten dann im nächsten Spiel dazukommen, da das hier noch die Vorrunde ist. Also, den 17-Jährigen, den kriegen wir leider nicht losgerissen. Sie wollen immer noch knapp 50 Millionen für ihn haben. Natürlich hat er einen Marktwert von circa 30 Millionen, glaube ich. Wir haben es gerade kurz einmal gesehen. 30,5 Millionen, aber 50 Millionen sind echt aktuell viel, und so viel können wir uns leider nicht leisten. Das bedeutet, wir müssen da definitiv bis zum Sommer warten, aber auch dann wird er langfristig eine enorme Verstärkung sein. Eine kleine Überraschung kann ich euch dann doch noch bieten, und zwar Fabio Araujo wechselt jetzt doch noch im Winter zu uns. Dafür müssen wir allerdings unseren Innenverteidiger Agüero abgeben, mit einer 80 plus 33 Millionen obendrauf zahlen. Das bedeutet, wir bezahlen circa 50 Millionen jetzt hier für einen 18-jährigen Innenverteidiger, was eine enorme Summe ist. Ich wollte eigentlich jetzt einen anderen Weg einschlagen, und zwar Miranda holen und dann den anderen Innenverteidiger im Sommer. Aber Miranda will jetzt aktuell den Verein nicht verlassen. Das bedeutet, da schauen wir, ob wir den vielleicht im Sommer kriegen. Und ansonsten bin ich jetzt erstmal zufrieden mit diesem Tausch. Wir haben jetzt einen deutlich jüngeren Innenverteidiger mit viel, viel mehr Potenzial. Und der wird uns langfristig noch ordentlich Freude bereiten. Und nach diesem Transfer, würde ich sagen, können wir jetzt dann auch direkt guter Dinge in die Rückrunde starten. Wie gesagt, ich hoffe, am Ende kommt noch ein Champions League Platz bei raus. Das wäre das große Ziel. Und vielleicht können wir auch in der Europa League zumindest bis ins Halbfinale kommen. Wir haben dann jetzt das Saisonende erreicht und sind tatsächlich nochmal ein wenig besser platziert als im letzten Jahr. Tabellenplatz 4 in der Liga, vor uns nur RB Leipzig, Hertha und der FC Bayern München. Und dazu hat sich auch direkt unser Deal in der Innenverteidigung gelohnt. Araujo mittlerweile auf der 81 und damit schon besser als der eingetauschte Innenverteidiger. Des Weiteren Elliot jetzt mittlerweile sogar schon auf einer 91. In den anderen Wettbewerben, wie beispielsweise den DFB-Pokal, da sind wir leider direkt im Viertelfinale an Bayern 04 Leverkusen gescheitert, und in der Europa League, hier können wir auch nochmal reinschauen, hier sind wir leider im Achtelfinale direkt gegen PSV Eindhoven gescheitert. Damit bin ich gespannt, wie viel Geld wir jetzt zur Verfügung haben, um unseren Kader im nächsten Jahr nochmal zu upgraden. Ich rechne so mit 60 bis 70 Millionen. Dafür sollte dann auf jeden Fall erstmal ein neuer Linksverteidiger her, eventuell auch ein neuer Zehner, und das junge Innenverteidiger Talent, was wir vorhin gesehen haben, möchte ich natürlich auch noch holen. Mal sehen, was insgesamt möglich sein wird. Wir starten auf jeden Fall rein in die neue Saison. Wir sind jetzt so gut wie am Ende der Transferphase angekommen, und ich kann euch sagen, in dieser Transferphase ist ordentlich was passiert, und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Wir schauen in unseren Transferverlauf rein und beginnen erstmal mit zwei Neuzugängen. Ich habe jetzt in dieser Transferphase zwei ablösefreie Spieler geholt. Warum habe ich das gemacht? Da wir so ein bisschen bei Schalke jetzt
jetzt hier beraubt worden sind von unserem Fortschritt, den wir bereits hatten, mit zum Beispiel dem Abgang von unserem besten Spieler, mit dem Abgang von unserem ZM aus der Jugend, der jetzt mittlerweile eine 93 hat, der uns sonst wohin schießen würde. Unser Keeper war weg. Wir hatten wirklich eine Katastrophenmannschaft. Deswegen habe ich gedacht, machen wir eine Ausnahme, holen uns zwei Talente, die gerade ablösefrei auf dem Markt sind. Da haben wir unter anderem Rey, einen 20-jährigen Stürmer, und dazu noch Lombardi, einen 19-jährigen linken Flügel. Das sind die beiden Zugänge. Dann der bereits genannte Innenverteidiger, der jetzt auch zu uns kommt. Dann haben wir Arid verkauft, da wir einen neuen Flügel haben. Und das für eine Mega-Ablösesumme von 55 Millionen, genauso wie Skamaka, wenn er so ausgesprochen wird. Ihn haben wir für 51,5 Millionen verkauft. Dann noch ein 10er, der geht für 1,35 Millionen. Das war einfach ein Spieler, der gehen konnte. Und dann zwei neue Zugänge, 250 Millionen plus Neuzugänge. Einmal Mendes ist als rechter Verteidiger gekommen, als Top-Talent, als Rechtsverteidiger, und den haben wir direkt umtrainiert zum Linksverteidiger. Das bedeutet, jetzt ist er auf der linken Verteidigerposition zu Hause, und dann jetzt nochmal ein Beast auf der 10er-Position. 64 Millionen haben wir bezahlt für einen 23-jährigen 83er 10er, Fabio Carvalho, wechselt zu uns, und damit sieht so unsere Startelf für die neue Saison aus. Richtig solide, wie ich finde, und ich hoffe natürlich, dass wir mit diesem Kader, erstmal unser Linksverteidiger darf natürlich noch rein, der war zuletzt nämlich noch kein Linksverteidiger, und ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier mit diesem Kader tatsächlich in der Top 3 am Ende landen. Wir sind am 1. Januar angekommen und ich bin, glaube ich, enttäuscht von der Leistung bisher. Wir werden es gleich sehen in der Tabelle, aber ich habe das Gefühl, es sieht nicht ganz so gut aus von den Ergebnissen her. Wir schauen mal direkt rein in der Liga. 5. besser als ich erwartet habe, um ehrlich zu sein. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich eigentlich vor der Saison deutlich mehr erwartet habe. Wie gesagt, Top 3 war so Minimum eigentlich, was ich mir erhofft habe. Aktuell sind es 2 Punkte hinten dran, also nicht ganz so viel. Ist auf jeden Fall noch möglich. Und im DFB-Pokal, nächste Enttäuschung, hier sind wir leider schon rausgeflogen. Und zwar in Runde 2 direkt gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0. Und dann gibt es natürlich noch die Champions League, letzter Wettbewerb. Und hier sind wir leider raus. Und zwar am Ende sind wir hier Dritter geworden. 9 Punkte, Bergamo Calcio 10. Und Manchester City 12, natürlich eine sehr, sehr starke Gruppe. Trotzdem natürlich belastend, dass wir hier mit gerade mal 1 Punkt Differenz ausgeschieden sind. Im Winter ist dann tatsächlich außer Vertragsverlängerung nicht mehr viel passiert. Und deswegen sind wir jetzt bereits im Juni angekommen und werfen einen Blick auf die Saison. Erstmal Trainerrating, unfassbar grauenhaft schlecht. Warum, ist jetzt die Frage. Wir sind in der Liga Zweiter geworden. Das ist das Ziel, was ich hatte. Dritter, das haben wir auf jeden Fall erreicht. Nur RB Leipzig vor uns. Wir haben eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt, nachdem wir ehrlich gesagt in der Hinrunde leider nicht so stark waren. Dann im DFB-Pokal, wissen wir bereits, sind wir früh beim oder gegen den VfL Wolfsburg ausgeschieden, die auch am Ende im Finale waren, in der Champions League in der Gruppe raus. Aber wir konnten die Europa League holen. Und damit haben wir den ersten Titel hier als Trainer bei Schalke 04. Und ich finde, wir mussten gegen gar nicht mal so schlechte Mannschaften ran. Zuerst gegen Real Sociedad, ist auch eine Mannschaft, die gut und gerne mal gewinnen kann, aber auch Inter Mailand ist eine Mannschaft, die für mich hier zum Favoritenkreis gehörte. Dann im Halbfinale ein recht schwacher Gegner, dafür war es allerdings eng, im Hinspiel unentschieden gespielt, und dann im Finale konnten wir Brighton schlagen, und damit sind wir am Ende doppelt für die Champions League qualifiziert, theoretisch einmal über die Euroleague und einmal über die Liga, und damit geht es im nächsten Jahr wieder in der Champions League ran mit diesem Kader. Elliot weiterhin bei uns der beste Spieler mit einer 92, dahinter kommt Sique mit einer 87, genauso wie Rey. Lombardi ist auf der 85, Rovella auf der 86, Moriba und Araujo ebenfalls 85, Maximiliano 88. Ich habe jetzt gerade einfach mal Ferro auf die Bank geschoben und Miranda in die Startelf, damit der sich mit seinen 21 vielleicht noch entwickelt, und Mendes, unser neuer Linksverteidiger, direkt mal auf die 84 hoch. Also so kann man es sich auf jeden Fall geben, das ist eine richtig gute Entwicklung von unserem Team, und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein in die nächste Saison. Wir sind jetzt in der neuen Saison und einen freien Spieler müssen wir jetzt hier noch mitnehmen. Dazu werden wir fast genötigt. Es sind wieder unfassbar viele freie Spieler auf dem Markt, die echt gut sind. Zum Beispiel hier der 84er, der 87er Keeper. Wir nehmen den schwächsten und ältesten. Also was Schlechteres könnten wir eigentlich kaum auswählen hier. Aber ich brauche auf jeden Fall einen neuen Innenverteidiger. Und da passt er eigentlich perfekt ins System. Ich habe jetzt irgendwie gerade so ein bisschen das Verlangen, mal eine Sprint to Glory zu machen, wo wir nur freie Spieler verpflichten. Denn mir kommt das gerade absolut einfach vor.
und ich würde mich gerne eines Besseren belehren lassen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich einfach ist. Wie gesagt, dann haben wir noch einen dritten Ersatzspieler für Robert Koch geholt, der jetzt mittlerweile einfach mal 215 Millionen knapp wert ist. Also da haben wir definitiv günstigere Spieler geholt und ich denke mal, mit diesem Möller werden wir uns in der Innenverteidigung auf jeden Fall nochmal gut breiter aufstellen können und das restliche Geld muss ich erstmal tatsächlich sogar überlegen, wo wir das rein investieren. Ich denke mal, ich weiß es einfach nicht. Neuer Zehner nochmal, dass Carvalho eher Backup ist. Ich bin mir ehrlich gesagt aktuell unsicher. Ich habe mich dann jetzt bezüglich des Neuzugangs doch nochmal umentschieden und zwar kommt ein neuer Keeper zu uns, Ralf Schulte, 19 Jahre alt, deutscher Keeper. Wir bezahlen 65 Millionen, also ein Mega-Schnapper und ich bin ganz ehrlich, ich wollte eigentlich einen anderen kaufen. Das hat dann nicht geklappt und dann ist einfach auch noch mitten in der Verhandlung FIFA gefreezed und zwar war eigentlich mein Ziel Emil Fessel oder Fese, wie auch immer. Hat einen Marktwert von 59 Millionen. Die wollten 105 Millionen für ihn haben und ich bin ganz ehrlich, jetzt haben wir tatsächlich den besseren Keeper, das für 65 Millionen. Warum habe ich mich für einen Keeper entschieden. Das liegt einfach daran, ihr seht es selber, wir hatten keinen Keeper mehr. Da Ralf Fährmann seine Karriere beendet hat, mussten wir jetzt hier nochmal einen neuen Keeper holen. Und sollte unser Keeper wirklich mal ausfallen, möchte ich da wirklich ein Biest hinterhaben. 19 Jahre alt, wird vielleicht sogar in der Saison, im Laufe der Saison an Maximiliano vorbeiziehen. Bin auf jeden Fall gespannt und damit würde ich sagen, können wir schon direkt reinstarten in die Saison. Und ich würde sagen, in dieser Saison sind wir das erste Mal bestimmt einer der Favoriten auf den Champions League Titel. Wieder am 1. Januar angekommen. Ein Blick auf die Tabelle zeigt schon mal, ich bin nicht ganz zufrieden. 6. Tabellenplatz aktuell nur. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Da müssen wir ordentlich was drauflegen jetzt in der Rückrunde. Wir haben jetzt schon 13 Punkte Rückstand auf den VfL Wolfsburg. Das wird sehr schwierig einzuholen. Und dann schauen wir jetzt auf den DFB-Pokal. Auch hier hat uns Wolfsburg gedemütigt. Ich hoffe wenigstens, Wolfsburg ist in der Champions League schon draußen, sodass wir auf keinen Fall gegen Wolfsburg spielen können. Erstmal, wir sind weiter als Tabellenerster, müssen gegen Piemonte Calcio ran und Wolfsburg ist tatsächlich nicht in der Champions League vertreten. Wir sind Erster vor Monaco, Real Sociedad und Spartak Moskau und ja, Wolfsburg war scheinbar nicht mal in der Champions League. Hertha, Erster vor City, alles klar. Da hat der Investor sich auf jeden Fall gelohnt bei Hertha und der VfB Stuttgart Dritter hinter Manchester United und Neapel. Das sind die drei deutschen Teams. Wir haben hier noch Leipzig. Dann haben wir schon die vier deutschen Teams. Also Bayern nicht dabei, Dortmund nicht dabei. Sehr, sehr interessant. Schauen wir auf die Entwicklung in unserer Mannschaft und das sieht richtig, richtig stark aus. Miranda auf der Bank mittlerweile ganz knapp hinter Möller, Möller, wie auch immer. Dann haben wir Schulte, der mittlerweile auch auf der 87 ist auf der Bank. Ansonsten Elliott geht hoch auf die 93. Dann haben wir als zweitbesten Spieler Ray mit 89, dazu haben wir Sique und Maximiliano auf 88 und dann Lombardi, Rovella, Moriba und Araujo alle auf der 87. Sehr, sehr starke Startelf haben wir auf jeden Fall am Start und bin ganz ehrlich, mit der Startelf könnten wir die Champions League holen. Mit den Ersatzspielern wird es eher schwierig. Also wir müssen hoffen, dass wir wirklich keine Verletzungen, keine Rotsperren haben. Dann könnte es tatsächlich mit der Champions League was werden. Dann würde ich jetzt sagen, starten wir mit unserem Team ins erste K.O.-Spiel der Champions League rein. Piemonte Calcio heißt der Gegner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin recht zuversichtlich. Erstmal haben wir Piemonte Calcio, glaube ich, im Vorbereitungsturnier schon geschlagen. Und dazu muss ich auch sagen, wir haben die letzten drei Spiele jeweils 4 Tore geschossen. Also in der Offensive sollte es nicht hapern. Ich lege hier fast meine Hand ins Feuer, dass wir hier nicht mit 0 Toren oder mit 0 selbstgeschossenen Toren aus der Partie rausgehen. Wir gehen rein in diese Schnellsimulation. Und am Ende wird es ein 2:2. Bruno Fernandes in der 76. Minute leider mit dem Ausgleich. Davor hat ein Elfer verschossen. Bei uns treffen Sique und Lombardi. Und das ist dann jetzt wahrscheinlich unser Aus. So ehrlich bin ich einfach mal. Ihr seht es selber im Hintergrund. Ich habe vorhin noch gesagt, wir dürfen keine roten Karten kriegen. Haben jetzt im Rückspiel gegen Piemonte einfach mal 2 rote Karten. Sehr, sehr stark. Das bedeutet, es wird Miranda wohl spielen und dazu will ich Musrati, denke ich mal, auf die ZM-Position stellen. Ich versuche den gerade mal noch ein bisschen zurückzuziehen, sodass es vielleicht eine ZDM-Position ergibt. Allerdings müssen wir da schon ziemlich weit zurück. Wir sind jetzt fast in den Innenverteidigern drin und es wird trotzdem nicht klappen. Sehr, sehr schade. Das bedeutet, hier müsste es klappen. Musrati als ZM und dann werden wir das hier ein bisschen versetzt machen, dass wir nicht
eine Riesenlücke auf der linken Seite haben, sondern so müsste es einigermaßen klappen. Dann ist Carvalho ein bisschen weiter auf der linken Seite der 10er, Moriba der 8er ein bisschen weiter auf der rechten Seite. Ich hoffe, wir haben irgendwie Glück, dass wir das so über die Zeit kriegen, aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube jetzt, Piemonte Calcio hat den Vorteil und am Ende ist das hier jetzt unser Endspiel in der diesjährigen Champions League Saison. Wir werden es jetzt gewahr, wir starten rein ins Spiel und come on, irgendwie Glück haben und wir gewinnen tatsächlich am Ende mit 2:1. Damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt stehen wir dann vorm großen Viertelfinale und leider erneut eine Rotsperre. Erstmal das System mit dem leicht versetzten lassen wir wieder so, da es im letzten Spiel eigentlich ganz gut geklappt hat gegen Juventus Turin. Und aus dem Grund würde ich sagen, können wir das beibehalten. Rodgers kommt in die Startelf aufgrund der Rotsperre von Lombardi und Schulte darf als Stammtorhüter in diese Partie gehen, hat jetzt mittlerweile auch die 88. Und da darf er sich hier gerne gegen diesen Überkader von Real Madrid beweisen. Vinicius Junior, Goretzka, Wirtz, Mount, Asensio, Dietrich, wahrscheinlich irgendein Jugendspieler in der Innenverteidigung, Upamecano. Das ist ein krankes Team. Wir starten rein und ich hoffe auf unser Glück. Am Ende wird es hier ein 3:2 Sieg für uns. Dann würde ich sagen, können wir jetzt reinstarten ins Rückspiel gegen Real Madrid. Und ich glaube, es haben sich nochmal hier zwei von unseren Spielern nach oben entwickelt. Möller und Mendes sollten beide um einen Ratingpunkt dazu gewonnen haben. Ich bin mir allerdings nicht hundertprozentig sicher. Und damit starten wir endlich mal mit Bestbesetzung hier rein ins Rückspiel gegen Real Madrid. Und am Ende gewinnen wir mit 3:2 erneut. Es ging aber tatsächlich in die Verlängerung, wie ihr hier seht. 88. Minute, Real wird durch die Baller in die Verlängerung gerettet. Der erste Treffer ist von Vinicius Junior gefallen und Elliot carried uns dann in der Verlängerung. In der 105. und 106. Minute trifft er und somit gewinnen wir am Ende mit 6:4 und stehen damit im Champions League Halbfinale. Dann sind wir jetzt tatsächlich im Halbfinale und dürfen erneut gegen ein Team aus Madrid ran. Real Madrid haben wir bereits hinter uns. Das bedeutet, jetzt steht Atletico Madrid vor der Tür. Und diesmal muss ich sagen, bin ich echt schlechter Dinge. Und zwar einfach aus dem Grund, da wir jetzt in der Liga die letzten zwei Spiele nicht mal mehr überzeugen konnten. Deswegen, ja, ich hoffe aufs Beste, aber es könnte hier tatsächlich nach hinten losgehen und es wird mich dann auch dementsprechend nicht verwundern. Wir starten rein ins Hinspiel gegen Atletico Madrid und das wird am Ende ein 2:1 Sieg. Aber ein 2:1 Sieg, auch ohne die Auswärtstorregel, beziehungsweise gerade ohne die Auswärtstorregel, bedeutet noch gar nichts, denn das Spiel ist auch ganz, ganz schnell oder dieser Hinspielerfolg ist auch ganz, ganz schnell wieder weg. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt direkt rein ins Rückspiel schon gegen Atletico Madrid. Ich bin besserer Dinge auf jeden Fall als vor dem Hinspiel, aber 2:1 heißt noch gar nichts. Es ist hier alles drin. Wir starten rein in die Partie und gewinnen am Ende durch Elliot mal wieder, der wirklich sehr, sehr viele wichtige Tore macht mit 1:0 und damit stehen wir im Champions League Finale und ich bin gespannt, gegen wen wir jetzt ran dürfen. Schauen wir uns nochmal vor dem Spielbeginn jetzt die Aufstellung von Manchester United an. Im Tor haben wir einen Unbekannten für mich, Alemda, davor Williams, Torres, Gilliamon, Mukiele, davor dann auf der 6 Tonali und Rodri, Sancho und Greenwood auf den Außen, Chong sehe ich hier noch und Tonali habe ich, glaube ich, schon genannt. Wen haben wir vorne drin? Rodri sehe ich jetzt auch noch. Wir sehen, glaube ich, Greenwood hatte ich auch schon. Ich schaue einmal kurz ins Menü rein, damit wir sehen, wer der letzte Mann vorne drin ist bei Manchester United im Sturm. Und es ist letztendlich Timo Werner im Sturm und Chong auf der 10er-Position. Schöner Ball hier in die Schnittstelle. Auch gut durchgestartet. Keiner greift so richtig an. Und was ein Durcheinander im Strafraum. Komm, Konterchance. Gute Konterchance sogar, da wir sehr, sehr schnelle Spieler haben. Jetzt der Ball und das ist kein Abseits eigentlich. Den müssen wir machen und den machen wir. Eiskaltes Tor von unserem Stürmer ohne Rückennummer, wie ich gerade sehe. Ray müsste das sein, wenn wirklich unser Stürmer auf der richtigen Position unterwegs war. 1:0 für uns nach 16 gespielten Minuten. Traumstart, genauso kann es weitergehen, aber schlecht verteidigt hier von Manchester United. Die Verteidiger, die absolut nicht auf einer Linie war. Irgendwie wollte eine rausrücken, der andere ist trotzdem mitgelaufen, hat damit das Abseits komplett aufgehoben. Also absolut schlecht verteidigt und es ist tatsächlich Ray mit dem 1:0. Oh, Timo Werner, große Chance hier vor dem Tor, 33. Minute. Unser Keeper ist aber da. Oh, da ist wieder eine Lücke für unseren Stürmer. Ich weiß leider noch nicht, was ein starker Fuß ist.
Es ist scheinbar der linke, sonst hätte er aus dieser Position nicht den linken benutzt. Boah, richtig stark von Mendes. Also das war ein richtig guter Ballgewinn. Damit habe ich ehrlich gesagt selber nicht gerechnet, dass er den bekommt. Jetzt der Pass schön in die Spitze rein. Richtig schön von Mendes. Einfach mal der Abschluss und der Keeper von United ist da. Das war abseits. Schade, war stark von Werner aber gemacht, die Annahme und Ballmitnahme. Oh, den hatten wir eigentlich schon, aber United kommt zum Abschluss in der 87. Minute. Unfassbar wäre der jetzt drin gewesen. Wir waren da eigentlich dran. Schiri entscheidet auf Vorteil und dann rauscht er am Kasten vorbei. Sehr, sehr viel Glück hier in der Szene. Wir sind in den letzten paar Sekunden dieser Partie. United geht nochmal hinten rum. Und damit gewinnen wir dieses Champions League Finale gegen Manchester United. Und haben damit diese Sprint to Glory erfolgreich absolviert. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wie haben wir in den anderen Wettbewerben abgeschlossen? Ich frage mich auch immer noch, warum unsere Spieler hier ohne Rückennummer teilweise rumlaufen. Wir schauen direkt einmal rüber auf die Bundesliga-Tabelle nach dieser Meisterschaftsfeier. Damit hat es dieser Kader hier also tatsächlich geschafft, den Champions League Titel zu gewinnen. Worauf ich jetzt auf jeden Fall mega Bock bekommen habe, ist die Sprint to Glory mit den freien Spielern. Und dann muss natürlich auch noch irgendwann, früher oder später, die Sprint to Glory mit dem schlechtesten Verein in FIFA gemacht werden. Das wird auch demnächst anstehen. Und dann werden wir jetzt nochmal den Blick auf die Bundesliga-Tabelle schauen, der echt enttäuschender Blick hier auf die Bundesliga-Tabelle. Leider nur Tabellenvierter, punktgleich mit Borussia Dortmund und im DFB-Pokal hier sind wir, ja, leider bereits in der Runde der letzten drei raus, wissen wir ja bereits sogar, gegen den VfL Wolfsburg und ja, damit wäre es das gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Sprint to Glory hier nach langer Zeit mal wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Damit supportet ihr mich natürlich auch und dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.